Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Vor rund 3 Jahren haben wir mit dieser Sendereihe begonnen, um hinter die Kulissen der Unternehmen in der Region zu blicken. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum, und zwar die 150. Sendung. Das Thema der Sendung ist allerdings ein Dauerbrenner, und zwar die immerwährende Frage: Sind wir Spitzenklasse oder Provinz? Glauben wir einer Studie wie der von Focus Money, sind wir in der Tat Spitzenklasse. Platz 7 von 382, das kann sich sehen lassen. Der Bodenseekreis hat seine Platzierung vor allem der guten Arbeitsmarktsituation zu verdanken. Die Arbeitslosigkeit ist mit rund 3% sehr niedrig. Auch die anderen Daten können sich sehen lassen. Beim Wirtschaftswachstum legt die Region ein überdurchschnittliches Tempo vor. Während das Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg um 2,1% wuchs, waren es im Bodenseekreis 2,9%. Die Wirtschaft wächst, denn hier werden Produkte produziert, die weltweit verkauft werden. Und auch die Dienstleistungen, insbesondere der Tourismus, spült ordentlich Geld in die Kasse. Neben der Wirtschaft wächst auch die Bevölkerung. Denn dort leben, wo andere Urlaub machen, das ist für viele Menschen sehr attraktiv. Deshalb wuchs die Bevölkerung rund um den See in den letzten Jahren um 5,1%. Das ist weit über dem Länderschnitt, denn in Baden-Württemberg wuchs die Bevölkerung durchschnittlich nur um 1,8%. Demnach alles im Lot am Bodensee. Inwiefern ist angesichts dieser Zahlen die Region auf Wirtschaftsförderung denn überhaupt noch angewiesen, Herr Otte? Ja, und genau das wollen wir herausfinden. Jetzt ist er bei uns, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Herzlich willkommen, Benedikt Otte. Grüß Gott, Herr Benzmann. Ja, eine solche Studie wie die von Focus Money, 7. Platz von 382, ist ja an sich ein fantastisches Ergebnis. Sind Sie selbst zufrieden? Bin ich schon. Ich freue mich für die Region und denke, es ist ganz wichtig zu sagen, dass das Ergebnis der Bemühungen der Unternehmerinnen und Unternehmer ist, der Arbeitskräfte im Bodenseekreis und natürlich auch der politischen Weichensteller. Im Schwäbisch-Badischen ist man ja immer sehr dezent, was gerade, sag ich mal, Lob angeht. Deshalb auch mal hier so die ketzerische Frage, warum eigentlich nicht der erste Platz? Ja gut, den ersten Platz zu kriegen, das ist nicht ganz einfach. Und da gibt es natürlich, wenn man schaut, wer auf dem ersten Platz ist, Städte wie München oder landesweit Stadt Heilbronn mit dem Audi-Werk. Die haben dann doch noch mal gewisse Standortfaktoren, die wir nicht haben. Aber was hat München, was wir nicht haben? Mal so gefragt. Es ist zum einen mal eine Metropolregion. Das heißt, da ist viel mehr Bevölkerung, viel mehr Unternehmen und dann eben auch eine entsprechend vielleicht noch größere Dynamik. Wobei es durchaus Faktoren gibt, wo wir sogar vor den im Bodenseekreis sogar vor den Gewinnerregionen lagen. Also zum Beispiel ist der Beschäftigungszuwachs im Bodenseekreis noch stärker gewesen als in anderen Bereichen. Der Region Bodensee haftet ja immer wieder das Image der Provinz an. Also gerade wenn man es vergleicht mit einer Metropolregion wie jetzt beispielsweise München. Ist das so? Sind wir eine Provinz? Wenn ich den Bodenseekreis oder die Bodenseeregion, die 4 Länderregionen Bodensee insgesamt sehe, dann sage ich immer, wir sind wie eine große Stadt. Aber natürlich aus mehreren kleinen Zentren zusammengesetzt. Und alle zusammengenommen, denke ich, können wir auch das bieten, was Metropolregionen bieten können. Vielleicht nicht so dicht aufeinander, aber als Provinz würde ich uns auf keinen Fall bezeichnen, vor allem wenn man die Wirtschaftsdaten anschaut. Eine geflügelte Aussage ist ja immer wieder, dort leben, wo andere Urlaub machen. Können Sie diesen Satz eigentlich noch hören? Ist da was dran? Also hören kann ich ihn bald nicht mehr, das sage ich ganz ehrlich. Und er ist auch nicht ganz richtig. Warum? Denn arbeiten, wo andere Urlaub machen, das trifft für andere Regionen auch zu. Bei uns ist eigentlich der richtigere Satz zu sagen, wir leben mit einer unheimlichen Arbeitsqualität, mit hervorragenden Arbeitsplätzen, aber umgekehrt arbeiten wir auch mit einer hervorragenden Lebensqualität. Und diese beiden Sachen kombiniert, das ist das Alleinstellungsmerkmal des Bodenseekreises, Arbeitsqualität und Lebensqualität, weil das finden Sie so andernorts in Deutschland nicht unbedingt. Wie wichtig wird denn die Lebensqualität in Zukunft sein am Arbeitsort? Ich denke, wenn man so Studien über Generation Y und Ähnliches liest, wird die Lebensqualität am Arbeitsort immer wichtiger werden. Und insofern haben wir Gott sei Dank diesbezüglich gute Voraussetzungen für die Zukunft.
Einer oder gleich mehrere Persönlichkeiten haben ja in der Vergangenheit, sag ich mal, die Grundsteine dafür gelegt. Graf Ferdinand von Zeppelin oder Dornier beispielsweise. Reicht es im Prinzip, sich heute auf ja, die Errungenschaften früherer Generationen auszuruhen? Also ich kenne keinen Sportler, der aufhört zu trainieren, wenn er Sieger geworden ist. Ganz im Gegenteil, es ist dann eigentlich schwieriger, weil man verfolgter ist. Und dieser Platz in den Rankings, und wir sind bei verschiedensten Rankings immer vorne, das ist kein Naturgesetz, sondern daran muss jederzeit hart gearbeitet werden. Das tun die Unternehmen auch. Und da muss auch sehr langfristig gedacht werden. Denn sowas kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Darum sind auch heute Investitionen wichtig, die dann vielleicht erst in Zukunft sich positiv auswirken. Welche Investitionen das sein können, welche Rolle dabei auch eine Wirtschaftsförderung spielt und natürlich, wie in Zukunft mittelständische Betriebe sich neben Großkonzernen positionieren können am Arbeitsmarkt. Liebe Zuschauer, das werden gleich unter anderem die Themen im zweiten Teil unseres Talks sein. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Bei mir ist Benedikt Otte. Er ist Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Ich hatte es kurz vor der Werbung angedeutet. Ja, die Region ist ja gesegnet durch Erfindungen großer Köpfe. Graf Ferdinand von Zeppelin, Dornier. Können wir uns heute noch auf diese Errungenschaften ausruhen? Ausruhen können wir uns darauf nicht. Aber der Geist dieser Unternehmer, der wirkt natürlich auch heute noch nach in den Unternehmen. Es gibt ja auch viele Ausgründungen aus diesen Unternehmen. Und insofern ist die Region durch diese Gründerväter gesegnet, aber kein Grund zum Ausruhen. Ganz im Gegenteil, wer vorne ist, muss darum kämpfen, dass er nicht überholt wird. Sie sprechen von einem Geist dieser Unternehmer. Wie sieht denn der genau aus? Ja, der lässt sich festmachen an solchen Zitaten, wie zum Beispiel Graf Ferdinand von Zeppelin sagte, du musst nur wollen und daran glauben, dann wird es auch gelingen. Oder Dornier, der sagte, nicht das Kapital bestimmt den Wert eines Unternehmens, sondern die Menschen, die in ihm arbeiten. Und wenn ich heute in kleine mittelständische Betriebe in unserem Kreis gehe, dann erlebe ich ganz oft diesen Geist. Ja. Der Markt ist, wie er ist, manchmal brutal. Für was braucht es eine Wirtschaftsförderung? Die Wirtschaftsförderung braucht es, um Dinge zu tun, die langfristig wirken. Unsere Aufgaben sind zum Beispiel, uns um Existenzgründer und Gründungswillige zu kümmern, die zu informieren über die Möglichkeiten, die sie haben, zum Beispiel bezüglich Fördergelder und Ähnliches. Zum Zweiten ist ein großes Tätigkeitsfeld von uns die Bestandspflege, sprich die vorhandenen Unternehmen zusammenzubringen, zu vernetzen, denen Informationen zukommen zu lassen. Ein weiteres Themenfeld ist der Bereich Karriere. Förderung, das heißt, wir schauen, dass Fachkräfte in die Region kommen, Talentakquise wäre vielleicht der richtigere Ausdruck sogar, denen vermitteln, dass die Region eine Wirtschaftsregion ist und nicht nur eine Tourismusregion, dass sie auf die Idee kommen, sich bei den Firmen hier zu bewerben. Und damit einhergeht das Standortmarketing, was wir betreiben. Sie haben auch über das Thema Investitionen gesprochen. Nun ist es ja immer so, jedes Unternehmen investiert natürlich erstmal für sich, aber Sie wirken in einem Bereich, der sozusagen übergeordnet auch ist. Heute Geld in die Hand nehmen, was vielleicht sich irgendwann mal in Zukunft ja auszahlt. Funktioniert das so einfach? Spielen da die Kirchtürme mit, die man manchmal auch bei uns in der Region hat? Also wir haben uns gerade in den letzten 3 Jahren ganz intensiv um zum Beispiel Fördermittel für die Region gekümmert, an einem Landeswettbewerb namens RegioWin teilgenommen und erfreulicherweise ist der erste Förderbescheid über 1,8 Millionen Euro schon in der Region angekommen und mit einem zweiten, noch viel größeren Förderbescheid, nämlich rund 7 Millionen Euro, auf den warten wir noch. Und das ist ganz typisch, da wir müssen heute in Dinge investieren, in dem Fall zum Beispiel um Technologie- und Innovationstransferzentren, die dann in x Jahren positive Ausstrahlungskraft und Wirkung haben.
Es muss aufgebaut werden heute und geerntet werden kann in der Zukunft. Das funktioniert in der Landwirtschaft so und es ist in der Industrie und in der Wirtschaft insgesamt genauso. Ja, Otto, oft ist es ja so, dass man sich mit den eigenen Augen ja erstmal vor Ort überzeugen muss. Sie hatten ja erst kürzlich, glaube ich, rund 100 Studenten vor Ort, die sich einfach auch mal das Luft- und Raumfahrtcluster hier in der Region angeschaut haben. Was haben die denn so gesagt? Ja, also es ist so etwas, was man nicht kennt, dafür kann man sich nicht entscheiden. Ja. Und aus dem Grund haben wir aus ganz Deutschland Studenten aus den Bereichen IT, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau hierher geholt und denen 3 Tage lang die Unternehmen und die Region gezeigt. Mhm. Und das Schöne war, und daran kann man dann auch die Wirtschaftsförderung messen, ist, dass weit über 95% der Studenten mit einem ganz anderen Bild aus der Region wieder abgereist sind, als sie gekommen sind und alle gesagt haben, okay, hier werden wir uns bewerben, wenn wir das Studium dann soweit fertig haben. Abschließend vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. In 20 Jahren wird der Bodenseekreis sicherlich auch noch einer der wirtschaftsstärksten Regionen in ganz Deutschland sein, wo man hervorragend arbeiten wie auch leben kann. Und wir seitens der Wirtschaftsförderung werden uns heute dafür engagieren, dass das so kommt. Ja, herzlichen Dank, Otto. Schön, dass Sie da waren, hier bei Chefsache. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit an dieser Stelle. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Und vergessen Sie nicht, sämtliche Folgen von Chefsache finden Sie ebenfalls in unserer Mediathek unter regio-tv.de. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist es die 151. Sendung. Bis bald.